Anders als bei Ferdinand Schmidt-Modrow, der plötzlich und völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde, war der Tod von Josef Hannesschläger nach seiner schweren Erkrankung absehbar. Und trotzdem, wenn der Tag kommt, dann trifft es doch alle irgendwie unvorbereitet. Vergangenen Montag war dieser Tag, an dem der beliebte Schauspieler im Alter von 57 Jahren diesem verdammten Krebs in einem Münchner Hospiz erlegen ist. Genau eine Woche später fand nun auf dem Ostfriedhof eine auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin öffentliche Trauerfeier statt, auf der mehr gelächelt als geweint wurde. Denn was bleibt, ist die Erinnerung an den Rosenheim-Kopp, der als Mensch einfach ein unglaublich lieber Kerl war. Was bleibt, ist sein Charme, sein Lächeln, seine Lebenslust, seine Lebendigkeit und viele, viele, viele Erinnerungen gemeinsamer Arbeit und auch gemeinsamer Ausflüge etc. etc. Ich habe ihn kennengelernt als Musiker erstmal, als wahnsinnig musischen, begabten Mensch mit seinem Disco-Train auf der Bühne. Und habe zuletzt seinen letzten Film jetzt zum ersten Mal überhaupt mit ihm gedreht. Er ist einfach ein unverwechselbarer bayerischer Typ gewesen, der nicht zu ersetzen ist. Und er ist sich immer treu geblieben in seiner Art, wie er privat war. So hat er das auch übertragen auf seine Figuren. Speziell merkt man das im Rosenheim-Kopf, wie er so in sich hinein, in sich gerade und ruhig geruht hat, wie ein Fels, ein bayerischer, oberbayerischer Fels, aber mit einer unglaublichen Musikalität. Der hat auf der Bühne, wenn er gesungen hat, eine Leichtigkeit bekommen, das war erstaunlich. Ja. Kraftvoll, humorvoll, ein bayerisches Mannsbild, wie es eigentlich kaum noch welche gibt. Und er hat einfach einen sehr tiefgründigen guten Humor gehabt zum Drehen und war so eine ehrliche Person, also als wahnsinnig aufrichtig mit ehrlichen Gefühlen. Das ist in diesem Beruf selten, dass Menschen einem ehrlich und aufrichtig begegnen und darin schätze ich ihn sehr. Auch wie er sich selber treu geblieben ist in seinen Rollen und als Mensch. Der hat nie was vorgespielt, was zu sein, was er nicht war. Eine Respektsperson und ein Mensch, den man sehr wertschätzt für seine Leistung, wie ich ihn noch nicht kannte. Also das erste Treffen war mit großem Respekt versehen. Aber nachdem er dann zugesagt hat, bei dem Film mitzumachen, nachdem wir uns dann auch öfters getroffen haben, einfach ein wahnsinnig humorvoller, liebevoller, warmherziger Mensch, dessen Gegenwart einfach wunderbar war. Man hat sich wohlgefühlt, man hat sehr gerne zugehört, weil er sehr viel wusste von allem und das gerne auch geteilt hat. Und diese Lebenserfahrung und auch Filmerfahrung habe ich gerne mitgenommen. Ja, es ist klar, dass es natürlich eine Unterhaltungssendung ist, die die Menschen gerne gesehen haben. Aber er hat natürlich einen heimatnahen und bürgerorientierten Polizeibeamten gespielt. Das sind Eigenschaften, mit denen wir uns als Polizeibeamte auch gerne identifizieren. Und insofern war er für uns, denke ich mal, ein guter Werbeträger. Mich verbindet ja mit Josef eine sehr, sehr lange Bekanntschaft. Ich würde nicht sagen Freundschaft, wir haben uns sehr lange gekannt. Wir kennen uns nämlich noch aus der Zeit in den 80er Jahren, als wir beide noch Musiker waren. Er in Bands gespielt hat, ich in Bands gespielt habe. Wir beide in den schon lange nicht mehr existierenden Clubs wie dem Riegenclub in Schwabing und so weiter gespielt haben. Als junge Burschen, 20, 21, 22 Jahre alt. Und wir sind dann beide relativ parallel von der Musik
rübergegangen in die Schauspielerei, weil da eine Tür aufgegangen ist aufgrund von unserem Talent. Wir sind beide auf keine Schauspielschule gegangen. Wir haben beide dann in den Off-Theatern gespielt und sind uns dann einfach wieder sehr, sehr oft begegnet bei den Rosenheim-Cops, wo wir dann sehr schöne Geschichten miteinander gespielt haben. Ja, es ist einfach traurig und dass sein Weg zu Ende ist und meiner weitergeht, wir sind gleicher Jahrgang, 1962, ist einfach nicht schön. Also ich war einmal mit Josef Essen in England, da habe ich gedreht in England und Josef war auch da mit seiner Frau und wir waren abends Meeresfrüchte essen und da habe ich zum ersten Mal Josef so wirklich erlebt, also ohne seine Schale sozusagen, auch als Rosenheim-Cop, so, ich habe ihn wirklich mal als Mensch erlebt und da habe ich ihn als sehr warmen und sehr liebevollen Menschen kennengelernt. Alle Situationen, in denen er genießen konnte, und er konnte fast alles genießen. Er war ein Genussmensch durch und durch. Und eben auch seinen Spaß, den er am Leben hatte. Er war ein sehr lebendiger Mensch, ein sehr lebensbejahender Mensch auch. Ja, ich habe ihn mehrfach gesehen. Er war zum Beispiel mal, wenn wir im Polizeipräsidium in Rosenheim den Tag da auf den Tür hatten, war er da und hat Autogramme gegeben. Wir haben uns bei verschiedenen anderen Anlässen getroffen. Und er war immer nett, freundlich und er, denke ich, hat auch die Polizei gemacht. I saw the businessman, I saw the only road in sight. Ich habe mich nicht von ihm verabschiedet. Das war aber auch ein bewusster Vorgang, weil ich wusste, dass sehr viele Leute auf ihn bei ihm sind oder auch auf ihn zukommen. Ich habe ihn da jetzt einfach eher in Ruhe gelassen aus Respekt vor der Krankheit, die er hatte. In Raten, ja. Also es war uns ja beiden klar, dass es nicht mehr lange geht. Mein letzter Dreh mit ihm bei den Rosenheim-Cops war schon gezeichnet von seiner Krankheit. Und wir wussten einfach schon sehr lange, dass das beim Josef irgendwie tragisch zu Ende gehen wird. Das begleitet uns eigentlich schon einige Zeit. Und ja, er hat gekämpft bis zum Schluss, wie es ein bayerisches Mannsbild macht. Und jetzt können wir ihn eigentlich nur noch verabschieden. Es wusste zu dem Zeitpunkt keiner, dass es seine letzte Rolle werden würde, aber mit seiner letzten Rolle hast du ihm noch einen Traum erfüllt. Ja, er durfte sozusagen zum einen den Paten spielen, was er liebt, und Marlon Brando in der Szene, also finde ich, stinkt ab neben ihm. Ich finde es großartig, wie er das gemacht hat. Und was du jetzt da war? Er hat auch wirklich 1:1 jede Handbewegung gewusst, die in der Szene, er war besser vorbereitet als ich. Und was ihm natürlich auch sehr gefallen hat, war, dass es in Giesing spielt, dass es um Giesing geht, dass Giesing stellvertretend für München in dem Film steht und er ist in Giesing geboren und hat seinen Lebtag, glaube ich, auch Giesing geschätzt und auch den Geist von Giesing, im Endeffekt die kleinen Leute, die einem wichtig sind und nicht so Großkopf hat. Und das war er nie, er hat jeden Menschen respektiert und gern gehabt und deswegen, glaube ich, war die Rolle für ihn gut. Ich hätte gehofft, dass es nicht seine letzte ist, wenn ich ehrlich bin, natürlich. Josef Hannesschläger war gelernter Koch, leidenschaftlicher Musiker und berufener Schauspieler. Dabei wollte er ursprünglich was ganz anderes werden, wie er uns 2013 im Starclick verraten hat. Mit der Autorennbahn. Paläontologe. Mit Arbeiten im Versand vom Münchner Merkur und DZ. Also ich habe keine Freunde eingeladen, ich habe es jetzt gesehen. Und ich kann mich ganz gut selber anschauen und objektiv beurteilen. Das können nicht alle Schauspieler, viele haben Probleme, sich zu sehen, ich nicht. Eines war mal lustig, das war in Starnberg irgendwo, da gehe ich an einem Haus vorbei, kommt eine ältere Dame heraus und sagt, ui, das Rosenheim-Cop.
Ich bin ein Zwilling laut Sternzeichen. Ich halte aber Sternzeichen für einen vollkommenen Blödsinn. Bei gewissen Liedern, bei gewissen Situationen, wenn mir irgendwas anrührt, wenn irgendeine Situation anrührend ist. Kann mich jetzt schwer erinnern und wenn, dann wäre es mir wahrscheinlich zu peinlich, das hier zu sagen. Für meine Familie. Ich habe zu viele Bücher, zu viele CDs, zu viele DVDs. Take it easy, think positive and step by step. Ja, dass ich am Sterben bin oder was weiß ich, oder nicht mehr drehen kann oder so Sachen, gab es ja alles Mögliche. Das war meine, wann war der erste Kuss? Ich glaube, der war sogar mit meiner, nein, war nicht. Ja, das war noch zu Schülerzeiten halt, auf irgendeiner Party mit einem schönen Mädel, wo sie ja gleich zwei Mädels um mich gestritten haben, netterweise. Und der war sehr schön, der Kuss. Wichtiger als der erste war ihm sicherlich der letzte Kuss. Und den hat er von seiner Frau Bettina bekommen. Kennengelernt hat er sie erst 2016 und zwei Jahre später geheiratet. Natürlich hatten die beiden viel zu wenig Zeit miteinander. Meine Frau ist mein besonderes Schmuckstück in München. Tröstlich ist nur, dass es ihm doch noch vergönnt war, die große Liebe kennenzulernen. Also halten wir es mit dem Spruch auf seinem T-Shirt, das Josef Hannesschläger auf einem seiner letzten Fotos getragen hat. Stop making sense. Vierte Josef.